Hallo rüber, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich war im Pokémon Center. Wie ihr seht, ich habe alle aufgefüllt von der KP-Zahl und AP-Zahl her. Hab ich schon immer einfach ein Item mitten auf dem Weg? Okay. Ich habe übrigens eben, als ich das Game gestartet habe, ist ja Emulator und so, ne? Gemerkt, yo, das Spiel heißt Pokémon Blatt Grün Rising Sun. Liegt es vielleicht da, also liegt es vielleicht daran, dass ich halt ein Mädchen spielen kann und nicht ein Kerl? Oder hieß das Spiel schon immer so? Ich weiß es nicht. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Ja, hab ich auch nicht vor. Definitiv nicht. Nein, 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 nein. Nein, Raupi. Hey, wir haben schon Safcon. Und das trainieren wir auch weiter, denn ich will ein Smetbo. Ich will ein Smetbo haben. Oh, Safcon macht ja kein Damage, Alter. What? Oh, okay. Ja gut, Level 7 gegen Level 7 halt, ne? Ja gut, Raupi macht auch nur 2 Damage. Die machen wahrscheinlich schon ein wenig mehr. Ach man. Aber dieser Fadenschuss, ne? Ich mag es nicht. Fadenschuss ist echt so eine nervige Attacke von der Animation alleine her. Ist halt einfach nur anstrengend. Danke, mach weiter Tackle, Raupi. Mach weiter Tackle. Oh, schöner Volltreffer an der Stelle. Ich glaube, ich wechsle gleich zur Taubsi? Ja, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. 79. Komm. Das nächste Raupi schaffen wir auch noch. Dann kriegt unser Safcon noch ein Level up. Das ist sogar Level 8, merke ich gerade. Oh, okay. Das ist ein Level 8. Dann kriegen wir erst recht ein Level up für Safcon. Deckel. Oh, anstrengend. Aber egal. Safcon wird das überstehen, schätze ich. Ja, schöner Volltreffer. Kommt davon noch so ein Ding. Wie oft denn noch? Herr Raupi, du greifst schon als erstes an. Du musst keinen Fadenschuss mehr machen. Danke. Obwohl, es macht 3 Damage. Au. Das könnte echt ein bisschen nach hinten losgehen. Alter. Dieser Fadenschuss, ne? Ich hasse es. Oh Mann. Ich habe Angst vor einem Volltreffer, deswegen werde ich jetzt vorsichtshalber einen Trank für Safcon einsetzen. Alle Pokémon haben 24 KP von uns. Lol. Es hat noch nicht gereicht, was? Ah. Okay, jetzt aber. Oh komm schon, Safcon. Jetzt veräppelst du mich aber hier. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn Ernte? Egal, 90 Erfahrungspunkte und Safcon ist Level 8. Sehr schön. Ja, als Smetbo wird es dann erst richtig reinhauen. Als Safcon ist es halt noch schwach, weil es kann halt nur Tackle. Hat nicht so die geilen Werte. Glaube ich. Aber als Smetbo wird es dann schön böllern. Schätze ich jetzt einfach mal. Keine Pokémon-Encounter, okay. Bist du ein Trainer? Ja, bist du, okay. Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ja. Unser Raupi hat sich zum Beispiel zu einem Safcon entwickelt. Wenn du jetzt einen Safcon in den Kampf... Oh, das kann nur Härtner bei ihm wetten. Wetten? Das wird ein anstrengender Kampf, Leute. Das... Oh Gott. Das wird ein anstrengender Kampf. Jetzt kann ich zumindest meinen Kaffee trinken, weil ich nur A drücken muss. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Mh, lecker, lecker. Kennt ihr das Video? Leute, bitte. Bitte sagt mir, ihr kennt es. Wenn ihr den Jungen nicht kennt. Ich weiß gar nicht, ob es gibt. Ist der YouTuber gewesen oder war der einfach nur auf Facebook unterwegs? Ich habe keinen Plan. Ich kenne das Video von Facebook, nicht von YouTube. Der Typ Kaffee trinkt und dann die ganze Zeit. Mh, lecker, lecker. Einfach göttlich. Einfach göttlich.
okay, gleich haben wir es, Leute. Ich glaube, der hat noch einen Safcon, oder? Oder Kokuna wahrscheinlich. Oh, nee. Wahrscheinlich ein Kokuna. Ich glaube, wir wechseln gleich auf... auf Taubsi, oder? Ja, doch lieber auf Shiggy. Shiggy trainieren wir halt gleich in der Arena genug. Das ist gleich, also wahrscheinlich erst im nächsten Part, aber... Shiggy werden wir noch genug trainieren. Okay, wir setzen Raupi ein, das heißt, wir setzen auch weiterhin unser Safcon ein. Wir müssen bald eh wechseln, weil Safcon keine AP mehr für Tackle hat. Noch sieben... Nein, was? Heilige Kacke. Okay. Okay. Noch fünf. Okay, es dürfte aber reichen, oder? Ich hoffe, das reicht noch und ich muss nicht wechseln mitten im Kampf. Na, dürfte reichen. Okay, noch viermal. Viermal ist auf jeden Fall ausreichend. Ja, einmal jetzt noch, um Raupi zu besiegen. Dann kriegt Safcon auch sein Level ab und entwickelt sich, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, erst ab Level 10, glaube ich. Was? Nee, jetzt wächst du nicht im Kampf. Das Level-Up für Safcon ist noch drin, komm. Komm, Taubsi. Gönn dir das gegnerische Safcon. Ich kriegst du auch... Na, ein Level-Up ist, glaube ich, nicht drin, dadurch, dass die Erfahrungspunkte geteilt werden. Aber... egal. Schade, dass du noch keinen Flügelschlag hast. Das wäre jetzt echt hilfreich. Wann er lernt? Taubsi Flügelschlag. Komm, nicht erst Ruckzucki? Nee, Sandwirbel hat er ja. Erst Flügelschlag, dann Ruckzucki, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ah, anstrengend. In solchen Momenten liebe ich auf dem Emulator ja eigentlich einen Vorspulknopf, ne? Aber das will ich euch im LP eigentlich nicht antun. Außer es ist okay für euch. Aber da das alles momentan noch vorproduziert ist, kann ich auf die Antwort des zweiten Parts noch nicht warten. Ach Mann. Es ist jetzt mittlerweile ein anderer Tag als im zweiten Part. Ich habe an dem Tag nichts mehr aufgenommen. Mein Husten war einfach noch schlimm genug. Aber jetzt geht er eigentlich momentan. Jetzt geht er. Safcon Level 9, schön. Oh, fast ein Level Up. Oh Mann. Nee, leider noch kein. Ich glaube, dann wechseln wir jetzt immer im Kampf. Damit Safcon hier noch sein Level Up bekommt. Mein Husten geht wieder, das ist ganz schön. Aber an dem Tag habe ich echt nicht mehr aufgenommen. Es sind ein paar Tage wieder vergangen. Heute, wo ich diesen Part aufnehme, ist auch der erste Tag wieder, wo ich hochlade. Oh, Tipps für Trainer. Es ist verboten, andere Trainern Pokémon zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon, okay. Ja. Ich bin froh, dass ich wieder hochladen kann, dass ich wieder gesund bin. Hey, warte, warum in Eile? Weiß ich nicht. Bin ich nicht. Sonst wäre ich hier mit Turbo-Treter lang gerannt. Aber ich habe auch keine. Hornlio. Ja, es kriegt Safcon leider halt nicht gebacken, das noch zu besiegen. Da war da nicht mehr genug Angriffspunkte für Tackle. Aber naja. Ja, also ich bin wieder recht gesund, auf jeden Fall. Ich kann wieder schön aktiv aufnehmen und hochladen. Bin ich froh darüber. Ich hab's vermisst, um ehrlich zu sein, echt. Ich hab's echt vermisst. So, ich bin auch so mittlerweile, dadurch, dass ich das ja auch schon relativ lange mache, mit dem mein Kanal ja jetzt noch nicht, also seit 2012, aber eigentlich bin ich, glaube ich, hier, seit 2009, seit die Let's Player-Szene auch angefangen hat, bin ich prinzipiell schon dabei mit YouTube. Nur halt immer 5 Milliarden Kanalwechsel gehabt. Dadurch nie an Bekanntheit gewonnen. Dann immer riesen Pausen und so dazwischen, das war halt doof, aber... dadurch bin ich halt auch mittlerweile so ein Spieler geworden, der ungern Spiele einfach nur zu Hause für sich alleine spielt. Die meisten Spiele, die ich auch in meiner Steam-Bibliothek habe oder so, habe ich halt nie angefasst, weil ich da immer Videos zu machen wollte, aber es halt noch nicht gemacht habe, weil immer irgendwelche anderen Projekte da halt zwischenkamen. Ganz schlimm. Taubsis Level 8 hat leider noch keinen Flügelschlag erlernt. Das ist halt echt schade. Und wir sind schon durch. Oh, aber es kommt noch ein Pokémon. Level 4 Hornlio. Mal sehen, ob Safcon das mit 2 Tackeln noch besiegen. Ah, okay. Nein, kann er nicht. Okay, dann flüchten wir. Weil das lohnt nicht.
Also ich glaube, vor der Arena könnten wir Safkon noch Level 10 trainieren. Was meint ihr? Ich glaube schon. Auf Wiedersehen im Verdania-Wald. Der nächste Ort ist Marmoria City. Alles klar. Ich hab's geschafft. Acht auf die Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik kleinhacken. Ah. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Ja. Man kann die Entwicklung eines Pokémon stoppen. Bricht man sie ab, dann bleibt das Pokémon, wie es ist. Ja, das machen wir aber nicht. Oder man gibt ihm einen Kingstein, dann geht das auch. So ein Tier kann man, soweit ich weiß, Pikachu fangen. Oder? War das nur in den damaligen Versionen so? Ich weiß es nicht. Ich rede jetzt noch mit keinem. Ich will erstmal heilen und... Okay, im Pokémon Center kann ich mit den Leuten reden. Ich will jetzt erstmal heilen und danach... noch Safkon Level 10 trainieren, auf jeden Fall. Hallo. Hallo, schön dich zu sehen. Du bist unhöflich. Du könntest mich auch begrüßen. Also erzähl mir ein wenig von dir. Sag mir dein Profil. Erzähl mir etwas Gutes über dich. Wie lautet dein Profil? Ja, nein, Info. Dein Profil besteht aus 4 Wörtern und Phrasen. Es gibt unzählige Wörter, die ein Profil zusammenstellen. Die Wörter und Phrasen sind praktische Gruppe unterteilt. Bitte zunächst eine Gruppe und anschließend das Wort. Es ist leichter, als es sich anhört. Probier es doch mal. Okay. Wie lautet dein Profil? Ich bin groß in Pokémon. Ich bin... ich bin der... Ausrufe? Achso. Ja, nee, das nicht. Aktion, Kondition, Lifestyles, Hobbys... Bin der... Ich weiß gar nicht, wie was... Trainer? Nein, Status? Ich bin der... Ich bin der Dürre... Wir sind doch jetzt bei Trainer, oder nicht? Personen. Ich bin der Dürre. Ne? Ich bin der Dürre-Freund. Ich bin der Dürre-Freund. Dein Profil sagt wirklich etwas über dich aus. Da ich dich jetzt besser kenne, sind wir noch enger als zuvor befreundet. Okay. Ich tausche Pokémon mit dem Kind dort drüben. Da ich 2 Pikachu besaß, konnte ich eines tauschen. Ah. Hallo. Ich möchte unbedingt ein Pikachu. Ich tausche mein Pipi dafür. Schade, ich habe kein Pikachu. Was? Ja, was? Das die Wolke befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde. Okay. Meine Güte. Oh, Bombelows Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Ah. Schlaf gut. Ha. Alles klar. So, jetzt reden wir gleich mit den anderen. Wir jetzt erstmal Safkon auf Level 10 trainieren, damit wir ein Smetbo haben. Nice. Ich freue mich. Smetbo freue ich mich. Smetbo ist ein cooles Pokémon, finde ich. Sieht cool aus. Es ist auch eigentlich recht strong, oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Es hat halt wenig KP, glaube ich, wenig Verteidigung, aber es hat guten Angriff, beziehungsweise Spezialangriff. Und es ist ja Käferflug, ne? Ne, Psycho? Ne, Käferflug. Doch, Käferflug. Oder verwechsel ich da jetzt was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, doch, Käferflug bin ich der Meinung. Kann aber Konfusion und Psychokinese und so. Schon cool. Schon cool. So, welche Route sind wir jetzt eigentlich gerade? Sind wir immer noch auf Route 2 oder Route 3? Ich weiß es nicht. Safkon Deckel! Oh, komm, noch einmal! Oh, Hornliu, Alter! Hör doch auf mit deinem verdammten Fadenschuss! Das ist echt nicht cool. Fadenschuss ist so ätzend. So, wie viel Erfahrung? 37 nur. Oh Gott. So, auf welcher Route sind wir denn? Lucia. Ne, hier können wir die Karte nicht aufrufen, ne? Nee, ups. Beute. Karte. Wir sind jetzt auf Route 2. Auch Route 3 ist hier, okay. Gut zu wissen. Dann auf Route 3. Ne, das ist gar nicht. Da kriegen wir keinen. Ach nee, Aeroas ist rechts von.
Wie heißt es? Wasserarena. Misty. Misty's Stadt. Heißt sie noch? Irgendwie fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwas mit A, glaube ich. Ach, egal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Azalea? Nee. Oder? Ich weiß nicht. Da bin ich der Meinung, gibt es Aeroas, oder? Als Item zu finden? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich weiß, dieses Training hier ist gerade ein bisschen langweilig. Aber, ach komm. Wir lassen's, wir gucken uns gleich die Stadt an. Safcon wird schon früh genug noch sein Level abbekommen. Wir machen noch hier das Taubsi. Und danach gehen wir durch die Stadt und danach, ich glaube aber leider erst im nächsten Part, in die Arena. Und holen uns unseren ersten Orden. Oh yeah. Freue ich mich sehr drauf. Vielleicht trainiere ich dann bis zum nächsten Part Safcon noch Level 10. Weiß es noch nicht. Ein Safcon Level 10. Ich will halt das Medbo. Safcon ist so useless. Hallo. Pokémon sind einfach zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolggarantie. Oh. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Stimmt. Eine TM. Und TMs kann man momentan ja noch, also hier in dem Spiel, nur einmal verwenden. Ich glaube, später ging es ja auch oft so oft, wie man will, ne? So, ich glaube, ab X und Y oder so? Ich weiß es nicht. Bin der Meinung, bei X und Y kann man sie Ewigkeiten benutzen. Diamant und Perl noch nicht. Schwarz und Weiß habe ich nicht mehr in Erinnerung. Habe ich einmal, glaube ich, gespielt. Aber dann nicht mehr. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer, aber Oroko, der Arena-Leiter von Moria City, versteht sein Geschäft. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. E-Punkte. Moria City, die steingraue Stadt. Psst, weißt du, was ich hier mache? Nee. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Oh. Ja? Stimmt, es ist harte Arbeit. Okay. So, der Typ gibt mir doch... Ist hier nicht eigentlich ein Berg? Okay, ich glaube, diese Edition sieht echt ein bisschen anders aus. Ist ein bisschen anders aufgebaut, oder? Aber ich hoffe im Prinzip noch die gleiche Edition. Nicht, dass ich hier was Falsches spiele. Nidoran, sitz! Nidoran. Okay. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrene Trainer nicht gehorcht. Oh, wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja, das ist doof. Hallo? Warst du schon im Museum? Nee. Wirklich nicht, es ist aber ein Besuch wert. Oh, jetzt fühlt er mich echt dahin? Hätte ich ja gedrückt. Mann. Das gucken wir uns aber im nächsten Part an. Ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt zahlen, aber das ist es wert. Okay. Danke für den Rat. Gut, wie es aussieht, spielen wir eine etwas abgewandelte Version von Pokémon Grün. Blattgrün. Du bist ein Trainer, Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Folge mir. Oder auch nicht? Ich kann mich halt an die Bäume nicht erinnern. Oder liegt das an Blattgrün? Ich habe damals nämlich immer nur Feuerrot gespielt. Liegt das einfach an Blattgrün, Leute? Und ich weiß es nicht. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. Hab ich vor, mach ich noch. Hallo. Gerüchten zufolge sollen die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Jo, ist nichts, okay. Ich muss niesen. Gleich. Moment. Oder noch nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Nee. Heieiei. Hallo. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen gut sein. Okay. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 gekostet. Oh, Junge. Du kaufst dir Pokémon? Was ist denn mit dir? Hallo. Ich hätte gern ein wenig... etwas... Ja, Tränke Nummer 3. Na, es ist zu teuer. Komm, 2 Tränke erstmal nur. Pokebälle habe ich auch noch 8. Komm, ich auch nochmal 2 von. Ansonsten
Komm, Fluchtseil ist drin. Immer wichtig oder immer nützlich. Aber einen Schutz können wir uns leider noch nicht kaufen. Schade. Hätte ich mir einen Trank weniger kaufen, Mann. Nee. Aber gut, ich glaube, wir... Ja, ich heile noch kurz einmal die Pokémon. Und dann im nächsten Part gehen wir ins Museum und danach in die Arena. Oder andersrum, ich weiß noch nicht. Ja. Ich habe voll Bock, gerade Pokémon zu spielen. Ich glaube, ich nehme gleich weiter auf, ey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.